Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arc Storyline. Heute sind wir mal auf der Suche nach Wüstenwürmern. Und man kann die besonders gut finden, indem ihr den K-Modus aktiviert. Und dann könnt ihr nämlich unter die Map gucken. Ihr müsst ganz, ganz weit raus scrollen. So, weiter geht, glaube ich, nicht. Und dann könnt ihr so gucken. Und dann seht ihr, wenn da irgendwo einer ist, so riesige braune Zapfen aus dem Boden gucken. Es gibt auch noch eine andere Methode, weil also man kann jetzt natürlich so losfliegen. Ja, man kann so fliegen und dann dabei irgendwie die ganze Zeit versuchen, so unter die Map zu gucken. Und irgendwann taucht einer auf. Aber es gibt auch noch die Möglichkeit, das habt ihr vielleicht zwischendrin schon ab und zu mal gesehen. Wenn man so in der Gegend rumfliegt und ihr haltet die Augen offen, dann kann das sein, dass für den Bruchteil einer Sekunde so ein Wüstenwurm ganz kurz... Da war einer. Ganz kurz aufblitzt. Und dann habt ihr schon mal die Tendenz in die Richtung, in die ihr fliegen müsst. Da könnt ihr ja immer noch... Da sieht man's. Da unten. Gerade am unteren Bildschirmrand. Und dann wisst ihr schon mal, okay, die Richtung ist die richtige. Da qualmt es auch schon im Boden. Das ist eine Alpha-Variante. Okay. Schaffen wir das? Nee, ich glaube, das schaffen wir nicht. Wir merken uns den. Das ist ein Alpha-Wurm. Ja, das ist natürlich krass. Nee, den Pulver jetzt mal nicht. Okay, schlechtes Beispiel. Aber gut, dass man die so sieht. Das war mir gar nicht so bewusst. Na toll, gleich der erste. Ich habe noch nie selber einen gefunden, entdeckt, gesehen und schon gar nicht bekämpft. Ich weiß, dass der, so wie er hier drauf ist, einen Wurm auf jeden Fall ganz gut schafft. Zwei gleichzeitig oder direkt zwei hintereinander, nicht ohne zwischendrin mal irgendwie hochzuheilen. Das schafft er nicht. Und deswegen eins nach dem anderen. Wir können dann immer mit Fleisch ihn wieder hochheilen, dann machen wir den nächsten. Warum mache ich das überhaupt? Ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie grandiosen Loot dabei hätten, aber sie haben Wurmhörner dabei. Ja, Wüstenwurmhörner. Und diese Wüstenwurmhörner, das sind die Leibspeise der Mantis. Wenn wir mit meinen Einstellungen, was ja dreifaches Zähmen ist, ja, also es geht dreimal so schnell, eine 120er Mantis zähmen wollen, dann brauchen wir genau, habe ich doch gedacht, dass ich das da gerade gesehen habe, brauchen wir genau vier Hörner. Vier Hörner für eine Mantis im Level 120 bei dreifachen Zähmeinstellungen. Pelzschuhe, ja, die brauche ich hier. Aber der Kompositbogen ist natürlich nicht verkehrt. Was macht denn der so? 371 Schaden. Nicht schlecht. Ja, ich hoffe ja immer noch auf Blueprint von einem tollen Rex-Sattel. Das ist durchaus möglich, dass die hier drin sind. Da ist der Nächste! Es gibt immer nur zwei. Ich sag's ja, hier in der Nähe von dieser Manticore-Stadt, da sind die allermeisten Spots für Wüstenloot. Und ich glaube, es kann immer nur maximal zwei gleichzeitig auf der Map geben. Und dann dauert es irgendwie, ich weiß nicht, eine Stunde, eine Dreiviertelstunde, drei Stunden. Nee. Bielze und Dödi. Na, Dödi gibt's hier ja immerhin. Bielze gibt's nicht. Dann dauert es irgendwie eine Stunde oder so, bis die dann wieder spawnen. Und der Spot hier entlang der Wyvern Trench, dieser Wyvern Schlucht, der ist einfach am allerbesten dafür geeignet, weil hier und vor allem rund um die Stadt die allermeisten von den Spots auftauchen. Ansonsten könnt ihr euch, wenn ihr euch mal die Map anguckt, könnt ihr eigentlich sagen, dass in allen vier Ecken, ja, also so bei 10-10 und bei 10-90 und bei 90-90 und bei 90-10, da tauchen immer die meisten auf. So auf den Längsseiten dazwischen eigentlich am wenigsten. Da ist einer. Habt ihr ihn gesehen, wie er kurz aufgeblitzt ist? Okay, hoffentlich bist du jetzt nicht auch eine Alpha-Variante. So, jetzt haben wir gesehen, da vorne ist er irgendwo. Wir gucken hier unter die Map und weil wir hier auf so einer blöden... Da sieht man den... jetzt will ich mit dem Finger zeigen, seht ihr natürlich nicht. Wenn man dann unter die Map guckt, ist natürlich blöd, wenn man jetzt oben auf so einem Hügel ist, dann kann man natürlich nicht so... Aha, da ist er. Wir werden den einmal anzünden. Wow, du machst viel Schaden. So, und jetzt heißt es halt draufhalten. Ich habe einen schon mal besiegt. Ich glaube, die haben immer das gleiche Level. Genau, Level 1. Das heißt, wenn er das einmal geschafft hat, dann schafft er es natürlich immer wieder. Es war knapp, muss ich sagen, war knapp. Der hatte nicht mal mehr ein Viertel seines Lebens. Ich habe dem seitdem, ich glaube, vielleicht einmal was auf Schaden. Glaube aber nicht, aber mindestens einmal was auf Leben gegeben. Ich glaube sogar mehr. Und definitiv mehr auf Ausdauer. Das heißt, ich kann auch länger kämpfen,
bis mir die Ausdauer ausgeht und ich nicht mehr kämpfen kann. Weil ich finde, die Wyvern kriegen ziemlich schnell Torpor. Deswegen sind sie nicht so besonders gut geeignet. Aha! Oh, schwarze Perlen kriegt man auch. Das ist cool. Sind die Wyvern nicht so gut geeignet, den Manticore zu besiegen? Ja, das, darauf habe ich abgesehen. Deathworm Horn. Rohstoff, ja. Die kann ja auch immer gut gebrauchen. Blutegelblut brauche ich eher weniger. Was haben wir hier noch? Schwarze Perlen, super. Das ganze Gekrösel hier, das kann mal weg. So, ich nehme das hier gerade parallel zu der letzten Folge auf. Ja, und dann haben wir auch normales Fleisch, oder ist das... Ja, wir haben auch normales Fleisch, okay. Das heißt, ich werde den jetzt hochheilen und dann suchen wir uns nochmal mindestens zwei andere. Dann habe ich insgesamt vier, aber letzten Endes möchte ich gerne zwei Mantis haben. Die gibt es als Männchen und Weibchen, die legen auch Eier, die kann man aber nicht nachzüchten. Das ist ein bisschen blöd. Nee, nicht mein Inventar, sein Inventar, oder ihres besser gesagt. Ja, die legen halt die Eier und aus den Eiern von der Mantis kann man Kibbeln machen und mit den Kibbeln kann man das Rock Elemental zähmen. Also am besten, der frisst auch Sulfur, der frisst auch Steine, aber mit den Kibbeln von der Mantis funktioniert es eben am besten. Andererseits habe ich auch noch tonnenweise, ich glaube 40 Stück von diesen Pralinen vom Valentinstags-Event im Kühlschrank. Ich weiß nicht, ob der die auch frisst, aber ich werde es auf jeden Fall mal probieren. Weil, ja, mit 40 Dingern, ne, da kann ich dann natürlich, klicke ich da zweimal auf eine Pralinschachtel und habe den sofort gezähmt. Gut, dann heile ich den hier und dann schnappen wir uns den nächsten Wurm. Ja, also so funktioniert das mit dem Aufspüren der Würmer. Aha, da seht ihr, das sind zum Beispiel zwei. Ich weiß nicht, ob die jetzt gleich beide rauskommen. Beide brauche ich nicht. Also, da ist noch einer gewesen, ist gerade noch einer aufgeblitzt. Häufig läuft man irgendwann gegen so eine Art Wand. Nehmen wir vielleicht lieber den da. Der hier scheint genau hier unter den Salzkristallen zu sitzen. Ne, auf einmal kann man nicht mehr weitergehen, was dann daran liegt, dass der Wurm rauskommt. Man hört das wie so ein Donnern vorher. Jupp. Wenn man zu weit weggeht, dann vergraben die sich wieder. Und sich erstmal anzünden. Ja, ich glaube, der macht genauso viel Schaden wie der andere auch, ne? Und ist wahrscheinlich auch Level 1. Müsste er, ich sehe es nirgendwo. Ja, Level 1, genau. Da hat man es gerade gesehen. Nochmal anzünden, bitte. Und nochmal anzünden, bitte. So, ist fein. Den Rest kriegen wir, glaube ich, auch so weggebissen. Weil wenn ich jetzt nochmal Flammen zünde, dann habe ich nämlich keine Ausdauer mehr. Und jetzt haben wir dich gleich. Zack. Diesmal haben wir auch Anglergel und Polymer bekommen. Super. Geben die nur Prime? Ne, ein bisschen Fleisch hat er auch gegeben. Ja, sehr schön. Damit haben wir auch Level. Ja, kriegt er gleich nochmal 200 mehr auf Leben. Ja, jetzt muss ich halt warten, bis er wieder fit ist und dann sammle ich mir noch mindestens ein weiteres Horn und ich denke, dann werden wir im Anschluss nochmal versuchen, eine gute Mantis zu finden. Muss ja nicht 120 sein, aber über 100 sollte sie schon sein. Wir kommen jetzt in die Nähe von der Mantis, die war hier am Ende der Wyvern Trench, der war alleine ein 120er Männchen. Jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, ob er noch da ist und zweitens gucken, da ist doch zum Beispiel einer, bist du das? Nee, du bist es nicht. Wir müssen natürlich auch gucken, dass da nichts Gefährliches in der Nähe ist. Vielleicht ist er ja auch schon nicht mehr da. Nee, du bist es auch nicht. Oh oh, ist er etwa weg? Na, das wäre ja blöd. Ah, da, das könnte vielleicht sein. Da ist doch noch einer. Ja, der ist es auch. Super. Das heißt, wir müssen jetzt aufräumen. Hier darf nichts in der Nähe sein. Die werden ganz, ganz schnell, ganz, ganz aggressiv. Nicht gegen die Wyvern natürlich, aber gegen alles andere. Also alle Geier müssen weg, alle Skorpione müssen weg. Wirklich alles. Alles hier in der Nähe muss weg. Der Karno da hinten muss weg, das Jugbug muss... Obwohl, die werden, glaube ich, nicht angegriffen. Wir müssen hier wirklich gut aufräumen. Ich glaube, die Dornex ist jetzt nicht ganz so sehr ein Thema. Die greift ja auch erst an, wenn man selber sehr nah rankommt. Und die ist ja auch nochmal ein Stück weiter weg. So. Okay.
Hier sieht es doch schon mal gut aus. Jetzt machen wir hier drüben noch die Geier platt. Das ist ein bisschen heikel. Denn, ja, wenn ich die nicht gleich beim ersten Mal erwische. Ja, doch, tue ich aber. Okay. So, die hier noch. Dann habe ich hoffentlich alles aufgeräumt hier in der Nähe. Ja, wie gesagt, die Jugbugs, die greifen natürlich nicht an. Ich glaube, die werden aber auch von nichts angegriffen. Das sollte eigentlich nicht so ein Thema sein. Gut. Okay, Mantis. Jetzt werde ich die 5 nehmen, die 7 nehmen, absteigen. Die 4 Hörner habe ich schon im letzten Slot. Das erste Mal füttern kann man sofort, dann dauert es ja immer eine Weile und dann müssen wir mal gucken, ja, ob es wirklich so ist, wie ich hoffe, dass es ist. Na, da war's. Ha! 25, oh ja, wir dürfen kein Prozentelchen verlieren. So, das müssen wir jetzt abwarten, das dauert wie gesagt. Ich kann ja mal gucken, ob ich in der Zwischenzeit noch einen Wurm finde und vielleicht noch ein Notfallhorn besorge. Okay, es geht wieder. Ich habe es nur noch nicht geschafft. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Na, komm schon. Oh, komm schon. Oh. Ah! Komm schnell weg. Uiuiuiuiuiuiui. Nicht so ein Problem, wenn die Schaden auf mich macht, ja? Ich darf keinen Schaden auf sie machen. Das ist das Wichtige an der Sache. Der springende Punkt. Verfolgt die mich noch? Nee, ich glaube nicht. Alles wieder gut. So, ja, jetzt habe ich sie halt dann doch wieder berührt, ne? Uiuiuiui. Aber ihr habt gesehen, die hat verdammt viel Schaden gemacht. Hä, aber ich habe sie nicht gefüttert. Ich habe ja immer noch alle 3 Hörner. Oh nee, bitte nicht. Das darfst du mir nicht antun, sowas. Mann! Da war's. Da. Oh Mann, komm, mach doch einfach mal. Ja, 50, okay. Jetzt müsste es schneller gehen. Ich krieche jetzt, also ich hocke jetzt, ja. Gibt doch, gab es nicht so ein paar Tiere, da gab es sogar extra einen Timer beim Hyänodon zum Beispiel. Da gibt es einen Timer, das finde ich persönlich sehr angenehm. Damit man halt, ja, dann kann man halt einschätzen, wie lange es dauert. Man muss halt nicht die ganze Zeit hinterherlaufen, in der Hoffnung, er will vielleicht mal irgendwie. Da geht's wieder. Ha! Sehr gut. Und jetzt trollt es mich und bleibt bei 99,9 stehen. Ich hoffe nicht, wehe. Da wäre ich aber sauer. Aber ich glaube, es ist wirklich eine gute Kombi. Gilly, Kaktussuppe und Bug Repellent. Ja, und ihr seht ja, man kann ganz schön nah rangehen. Also ich glaube, so nah würde die es normalerweise nicht erlauben. Aber man muss ja, wie gesagt, leider auch so nah rangehen. Man kann auch so nah ran. Ich glaube, in dem Augenblick, wo sie schon aggro ist, da kann man ihr dann auch nichts zustecken. Also einfach das drauf ankommen lassen, sie tanken, ja. Und ihr das dann zustecken, das geht, glaube ich, nicht. Aber wenn ihr so nur eine Mikrosekunde vorher erwischt, und ihr das geben könnt, selbst wenn sie dann aggro wird und ihr lauft weg, dann geht es ja. Ihr dürft halt nur nicht zurückschlagen. Ihr müsst aufpassen, dass ihr keine Schultertiere habt, die irgendwie auf aggro sind und eventuell zurückschlagen. Oder dass ihr kein Reittier in der Nähe habt, was eventuell zurückschlägt. Ja, das ist wichtig. Und natürlich auch kein Reittier, was die Aggressivität der Mantis... da hinten ist eine. Die Aggressivität der Mantis sozusagen herausfordert. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel mit dem Argentavis oder so hier herkommt und hier landet, dann wird die ja auf den Aggro. Ich krieg gleich einen Krampf im Finger. Komm, iss. Iss, Kind, iss. Iss doch was. Guck mal, wie dünn deine Beine schon sind. Das kann auch nicht gesund sein. Ja, geh mal wieder zurück zur Wivern. Denn wenn die hier doch nochmal Aggro werden sollte, na, wer weiß, ob ich das überlebe, bis ich da hinten angekommen bin. Oh nein, nicht wirklich, oder? Das ist Sandsturm. Boah, bitte friss vorher. Ja, boah, das ist jetzt echt ungünstig. Irrst du dich nicht vielleicht und es regnet nicht einfach nur? Das ist der Sandsturm. Was?
Scheiße, ich weiß wieso. Meine Suppen sind abgelaufen. Komm schnell. Lauf, 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 lauf. Was? Da stand doch gerade eben noch ganz viel. Das kann doch gar nicht sein. Nye. Oh, nee, ist das jetzt unpassend. Wirklich. Da war doch gerade noch ganz viel Zeit. Ich habe wirklich nicht darauf geachtet. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, stand was von 160 da. So, vielleicht willst du ja jetzt schon wieder was. Verdammt. Ja. Ja! Juhu! Super! Okidoki. Dann versuchen wir mal, dich zu grappen. Jawohl! Und ganz schnell nach Hause zu kommen, bevor der Sandsturm losbricht. Ja, war gar nicht Sandsturm. War, was war's? Hitze war es, genau. Aber habe ich nicht gehört, weil das Tier ja nicht am Boden geschart hat. So, setzen unserer Mantis den Sattel auf. Wir sehen, die hat 1650 Gesundheit, 600 Ausdauer, 193 Nahkampfschaden. Das lassen wir erstmal. Ich will erstmal gucken, was es so kann. Ich habe hier immer noch meine Dunstwolke. Wenn ich die Maus drehe, dreht sich auch die Mantis. Und wenn ich normal laufe, sieht das so aus. Ich bin jetzt auch nicht irgendwie überladen. Wenn sie rennt, sieht das so aus. So, an sich kann sie, glaube ich, genau, Fasern sammeln. Das ist jetzt die linke Maustaste. Rechte Maustaste ist diese Sprungattacke. C? C ist nix. Okay. Mit der Leertaste springen kann sie aber nicht auch noch. Also das geht nicht. So, macht sie sonst noch irgendwas mit Steinen? Sonst nichts. Kann sie auch Kaktus sammeln? Nein, kann sie nicht. Holz bekommt sie auch nicht. Hm. Gut, also eigentlich kann sie selber nur Fasern sammeln. Das wusste ich aber schon. So, jetzt kann ich ihr, wenn ich will, dann muss natürlich in ihr und nicht in mein Inventar, was in die Hände geben. Also erst in ihr Inventar offenbar und dann in die Hand. Und jetzt hat sie auch gleich beide davon in der Hand. So, dann kann sie nämlich auf einmal Feuerstein, Stein und Sand sammeln. Gar nicht mal so schlecht. Kommen wir mal hier runter. Dann wird sie jetzt nämlich auch Stroh und ein bisschen Holz kriegen. Oh, sehr gut. Haben wir hier irgendwo Metall? Ja, gut, da hinten auf dem Berg. Ich werde das jetzt erstmal alles wieder rausschmeißen, sonst ist sie mir einfach zu schwer. Und da sehen wir auch schon gleich, was wir leveln müssen. Also ganz offensichtlich braucht sie mehr Gewicht, denn sie ist ja zum Farmen da. Sie kann allerdings auch ganz gut kämpfen. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Jetzt gehe ich erstmal da drüben hin, von wo ich weiß, dass wir da ja auch Metall haben. Was kriegst du denn hier? Mhm. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Also es ist ungefähr so gut wie der Enki, würde ich schätzen. Schmeißen wir das mal raus. Klettern wir nochmal eine Etage höher. Und gucken mal, wie es mit Kristall, Obsidian und Schwefel und Salz aussieht. Ich weiß gar nicht, ob da die Spitzhacke oder die Axt besser ist. Oh, schon allein das Tempo ist natürlich besser als der Enki. Ja, aber die braucht halt wirklich Gewicht. Tippel, tippel, tippel. Die Farbe ist ganz interessant. Mit dem Rot. Ja, ist nicht so ganz alltäglich. Aber so grün-gelb hätte mir jetzt besser gefallen. Aber egal, wir werden ja uns auch nochmal ein Weibchen holen. Okay, Kristall schon mal nicht schlecht. Oh, Obsidian kann sie aber auf jeden Fall besser. Als der Enki. Gewicht. Hm, was ist denn jetzt hier am schwersten? Ja, ich muss... Aber ich brauche jetzt kein Obsidian. Schmeiße ich das erstmal raus. Gucken wir mal, wie sieht es mit Salz aus. Ja, auch nicht schlecht. Jetzt haben wir da oben noch ein bisschen Schwefel. Auch nicht schlecht. Ja, die kann halt alles ziemlich gut. Je nachdem, welches Werkzeug. So, außerdem kann sie, außer der Spitzhacke, packen wir das wieder raus. Wieder in mein Inventar. Dann das in seins oder ihrs. Nee, doch seins. Na, kann halt auch Äxte tragen. Und, mal das hier weg. Kann auch Sicheln nehmen. Können wir mal gucken, ob es jetzt damit... Ja gut, die Sichel ist halt besser als, als eine normale. Hm, aber so kriegt er weniger Fasern? Nee. Naja, ungefähr gleich viel. Das hatte ich aber, glaube ich, schon mal irgendwann überprüft.
Und ich glaube, fast egal, wie gut die Sichel ist, sie kriegt einfach ein bisschen mehr. Geht das auch? Ja, es geht auch. Und es geht sogar mit dem Skin. Jetzt hat sie die Speere in der Hand. Ja, hat sie, wie gesagt, gleich zwei. Damit kann sie halt zuschlagen. Man kann auch Schwerter in die Klauen tun. Habe ich jetzt aber hier nicht dabei. Gib mal her. Man kann ihr aber auch eine Fackel geben. Ist natürlich... Was? Konnte man? Geht nicht mehr? Ach so, der Skin. Ja, ja. Schon klar, schon klar, schon klar. Wahrscheinlich liegt es mal wieder am Skin. Versuchen wir es doch gleich nochmal. Fackel. Nö, es geht nicht mehr. Man kann sie auf dem Sattel tun. Aber da kann sie ja damit nicht kämpfen. Ha, okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das aber mal ging. Weil dann macht sie natürlich auch gleich noch Feuerschaden damit. Was natürlich auch ziemlich cool ist. So. Inventar ist jetzt wieder leer. Also wir haben die Möglichkeit, Tiere anzuspringen. Bam! 154 Schaden. Und wenn ich zuschlage, 65. So, da drüben ist gleich nochmal so ein Morella-Tops. Ich habe, na, wieder das falsche Inventar. Das gibt's nicht. Ich lerne einfach gar nicht dazu. So, hier habe ich jetzt nämlich auch mal ein Schwert. Aha! Und da wollen wir doch mal gucken. Nicht zu dem Golem. Oh, Stein im Weg. 324 und 191. Boah! Die schnetzelt einfach alles! Der Wahnsinn! Richtig gut! Die ist im Kämpfen ja gigantisch gut. Das wusste ich gar nicht. Vor allem kommt sie mir auch deutlich schneller vor. Kann ja eigentlich nicht sein, oder? Ha. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Fleisch frisst. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Kein Schimmer. Könnt ihr ja mal ein paar Bärchen abpflücken. Frisst du das? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie frisst Fleisch. Wow. Die ist richtig krass drauf hier. Das ist ein normales Schwert. Ja, das hat jetzt nicht irgendwie extra Power oder sonst irgendwas. Krass. Schnappen wir uns mal da hinten den Para. Nicht schlecht, ja. Die Schwerter sind also die Waffe der Wahl, wenn es ums Kämpfen geht. Ich weiß nicht, vielleicht kann man da ja auch ein Tech-Schwert in die Hand geben, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Bam! Juhu! Cool. Ja, Lystro, Jaboa, die sind ja alle unschuldig. Die können ja nichts dafür, dass sie nichts können. Was ist denn da unten nochmal? Okay, da sind noch ein paar mehr Tiere. Sind jetzt auch alle keine wirklichen Gegner, aber ach, egal. App. Batsch, batsch. Ah, also ich glaube, die 324 ist wahrscheinlich ein Kopftreffer. Kann das sein? Möglich, möglich ist es. Krasse Scheiße. So, man kriegt aus den Tech-Tieren ja jetzt auch mal Metall und Electronics und auch Element Dust, ja. Wie ihr seht, Element Dust, Elektronik, Altmetall, Öl. Alles dabei, keine Ausdauer mehr. Macht nichts, wir kriegen die auch so klein. Wahnsinn! Wahnsinn! Ich möchte aber trotzdem, dass die mindestens 2000 Leben hat. Okay, entfernt rohes Fleisch. Ja, sie isst also Fleisch. Cool. Gefällt mir ausgesprochen gut. Ja, das heißt, ich muss jetzt also nochmal 4 Hörnchen besorgen und dann versuchen wir nochmal ein gutes Weibchen dazu zu finden. Ich habe mir insgesamt nur 3 Mantis angeguckt, bis ich die hier, die 120er, gefunden habe. Oder den hier, besser gesagt. Ich glaube, man kann sie nicht verpaaren. Also ich habe noch nie eine Baby-Mantis irgendwo gesehen und es war zumindest am Anfang so, aber ich weiß, dass man denen auch früher Fackeln in die Hand geben konnte. Das geht ja auch nicht mehr. Vielleicht geht das ja jetzt alles. Wo packe ich dich hin? Wo packe ich dich hin? Na, hier ist doch Platz an der Wand. Dann stelle ich dich doch einfach hier an die Wand, obwohl, nee, wir wollen noch ein schönes Abschlussfoto haben. Denn, ja, ich denke mal, wir sind wieder am Ende einer Folge angekommen. Und was uns jetzt noch zum Zähmen bleibt, das ist, wie gesagt, mit den Eiern von der Mantis, das Rock-Elemental. Und ansonsten haben wir ja nur den Phönix noch nicht gezähmt, den habe ich aber auch bis jetzt noch nicht mal gesehen, obwohl gar nicht mal so wenig Hitze-Event war. Yeah, die Facettenaugen. Wirklich gut gemacht, also wirklich echt schön designt. Sehr, sehr, sehr schick. Okay, wir gucken mal, was unsere Explorer-Notes so sagen. Der gute John, da waren wir ja,
Muss nur mal gucken, auf welcher Nummer wir waren. Die 21 hatten wir, die 22 haben wir leider noch nicht. Die 23 war das letzte Mal. Wir sind jetzt also bei der 24. Aha, was haben wir hier? Einschlagende Blitze. So sieht es zumindest aus. Die Leute hier sehen immer mehr von diesen Wivern in letzter Zeit. Und sie spucken nicht nur Feuer, manche spucken auch Blitze oder Säure. Ah ja, das ist es. Das erste ist vielleicht Feuer. Das hier mit den Zacken ist wahrscheinlich ein Blitz. Und dann kann das ja eigentlich nur die Säure sein. Zusätzlich dazu verhalten sich die großen Säulen auch noch komisch. Die großen Säulen sind die Obelisken, denke ich mal. Ich habe es mit Sascha überprüft, weil sie nicht von Hathor, was? Weil sie nicht an Hathor glaubt. Aber sie sieht es ebenfalls. Es bereitet mir Sorgen. Das hier und die Sache mit den Gottesanbeterinnen gibt mir wirklich das Gefühl, dass dieser Ort uns loswerden möchte. Ich weiß, dass es nicht stimmen kann. Zu Hause gab es keine Geister, die Pioniere aufhielten, und hier gibt es ebenfalls keine. Trotzdem sollte ich mit Raya sprechen. Wenn der Turm gefährlich ist, sollte sie ihn nicht verehren. Ja, die betet, also die Raya, seine Geliebte, ja, die ägyptische Priesterin, betet ja hier die Obelisken an, die wir im Hintergrund sehen. Und ja, er hat so ein bisschen seine Zweifel, ob das so eine gute Idee ist. Aber ich würde doch sagen, dass an dieser Stelle die Folge wieder zu Ende ist. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Ihr könnt auch genauso gut bei mir auf den Servern spielen. Die IP-Adressen für die einzelnen Maps findet ihr unten. Das sind Cluster-Server, die sind also miteinander verbunden. Ihr könnt von einer Map zur anderen reisen. Ihr könnt nach Scotched Earth euch eine Mantis zähmen und sie dann mit nach Aberration nehmen zum Beispiel. Und dann da irgendwie Element Ore abbauen oder sonst irgendwas, wie es euch beliebt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ark Storyline. Bis dann, ciao, ciao.